Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, denn Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück. Recht hatte der griechische Philosoph Thales. Wasser brauchen wir überall und es ist sogar in uns. Also sollten wir alles tun, um unser Wasser zu schützen. Herzlich willkommen zu Objektiv Menschen, Leben, Rheinland-Pfalz. Wir zeigen Ihnen heute, wieso es in Kaiserslautern diese versteckten Gänge im Untergrund gibt. Wir werden mit der Polizei über den Mittelrhein düsen und ein Güterschiff besuchen. Und wir zeigen Ihnen, wie Mineralwasser in die Flasche kommt und wieso es ausgerechnet in der Eifel so viele Sprudelhersteller gibt. Kommen Sie mit uns auf eine Reise zu Flüssen und Gewässern und erleben Sie das Lebenselixier Wasser. Wir sind im Karlstal in der Westpfalz. Hier fließt die Moosalb durch das Naturschutzgebiet. Drumherum liegen Gesteinstrümmer an den Hängen. Eine mystische Landschaft und durch die Felsenschlucht plätschert dann der Bach. Links und rechts kann man durch das Karlstal wandern und Brücken führen immer wieder über die Moosalb. Nach 10 Minuten ist man auch schon durch mit der Wanderung durch die Schlucht. Die Faszination Wasser wird aber hier besonders deutlich. Unser Körper besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Das ist uns eigentlich kaum bewusst. Richtig gewollt nehmen wir Wasser aber als Getränk aus der Flasche zu uns. Es heißt, das Leitungswasser aus den Höhen von Rheinland-Pfalz sei gesünder als französisches Wasser aus der Flasche. Doch nicht jeder will sein Wasser aus dem Hahn trinken. Außerdem lässt sich die Mineralwasserindustrie immer wieder was Neues einfallen. Mit Kohlensäure, mit viel Calcium, alles ist zu haben und dafür sind vor allem die Wasserproduzenten in der Eifel bekannt. Wir schauen jetzt bei einem Familienunternehmen vorbei, das seit Generationen Mineralwasser aus der Vulkaneifel abfüllt. Die Firma liegt direkt am Rhein, doch das Rheinwasser landet definitiv nicht in der Flasche. Wie für einen Ahrwein die Lage an der Ahr das Wichtigste ist, so ist für ein Mineralwasser die Quelle ganz entscheidend. Da die Eifel durch Vulkane entstanden ist, sind hier sehr viele Mineralien abgelagert. Kein Wunder, dass hier das größte Vorkommen an Mineralwasserproduzenten überhaupt ist. Gefiltert durch die mächtigen Gesteinsschichten der Vulkaneifel sammelt sich das Wasser 300 Meter tief unter den Hügeln und Wiesen, unter Grauwacke und Schiefer. Die Quellen sind von oben oft nicht sichtbar. Sie werden unter Tage angebohrt, wie hier in Brohl-Lützing. Und von oben sicher versiegelt. Für das Familienunternehmen Brohler Mineralbrunnen war die Nähe zu der Quelle ausschlaggebend. Wir sind hier in dieser Region als Mineralbrunnen in einer typischen Mineralwasserregion, nämlich der Eifel, die bedingt durch die spezielle Geologie, die man hier vorfindet, eben sehr schöne Mineralwasser zutage fördern lässt. Und das ist auch der Grund, warum der Standort hier 1906 gewählt worden ist, um Brohler Mineralwasser zu produzieren und in den Handel und Vertrieb zu bringen. Wenige Meter von der Quelle entfernt läuft das frische Wasser dann durch lange Rohre. Im Grunde bleibt es natürlich, wie es war, doch etwas Eisen wird dem Wasser entzogen. Gesundheitsschädlich wäre das nicht, aber das Wasser wäre braun, wenn der Eisengehalt zu hoch ist. Bevor neues Wasser abgefüllt werden kann, kommen erstmal Leerguttransporter in der Halle an. Hunderte von Kisten werden maschinell geleert. Die gebrauchten Flaschen werden aus den Kisten genommen, auch Flaschen der Partnermarke Steinsieker. Die Mehrwegflaschen werden dann ausführlich gereinigt. Blitzschnell registriert eine Maschine, ob irgendwo ein Sprung im Glas ist. Auch das alte Etikett verschwindet bei der Reinigung. Die Kisten werden wieder sortiert und können in der Regel neu bestückt werden. Die Kohlensäure, die in Deutschland für die meisten zwingend zum Mineralwasser dazugehört, liefert die Natur gleich mit aus der Tiefe hinauf zu den Brunnen. Das eine Wasser erhält mehr Calcium, das andere braucht gar keine Kohlensäure. Das wird alles in diesen Tanks erledigt und ist von außen nicht sichtbar. Aber messbar und schmeckbar ist, wo das Wasser herkommt. Je tiefer die Quellen sind, desto mehr Versicherungsfläche und Berührung mit Mineralien hat das eindringende Wasser, dass er durch den Regen letzten Endes auf die Oberfläche aufgebracht wird und dann im Verlauf der Reise bis auf die Mineralwasserhorizonte sich mit Mineralien anreichert. Und wir haben hier eben in der Eifel aufgrund der besonderen Geologie magnesiumhaltige Mineralwässer, hydrogencarbonathaltige Mineralwässer, Calcium haben wir natürlich auch im Wasser und viele Spurenelemente.
Und das ist dann eben eine sehr ausgewogene Zusammensetzung, die sich auch im geschmacklichen Bereich dann sehr schön bemerkbar macht und die Eifel-Mineralwässer eigentlich von allen anderen unterscheidet. Tausende blaue Deckel warten schon auf ihren Einsatz. An der Farbe des Deckels ist für Mitarbeiter und Kunden sofort erkennbar, um welche Sprudelsorte es sich handelt. Hier werden mehrere Sorten abgefüllt, aber alles nacheinander zu bestimmten Zeiten. In Reih und Glied geht es Flasche für Flasche durch die Anlage. Auch die Etiketten werden hier von einem großen Stapel auf jede Flasche geklebt. Während unten abgefüllt wird, werden oben ständig neue Proben genommen. Ein Mineralwasser muss unaufhörlich kontrolliert werden und dafür gibt es ein eigenes Labor. Hier werden immer neue Flaschen aus der laufenden Produktion hineingekippt, um zu prüfen, ob die Werte stimmen. Verschiedene Laborgeräte werden dazu benutzt. Bei der Firma am Rhein kommen viele Wanderer und Jogger vorbei. Die dürfen gratis das heimische Wasser probieren. Und das wird auch immer wieder genutzt. Die Lage am Rhein war in früheren Zeiten ein echter Vorteil. Heute nicht mehr. Früher, wie gesagt, ist sehr viel von unserem Bruder-Mineralwasser per Schiff ins Ruhrgebiet. Das ist also nach wie vor ein sehr starkes Absatzgebiet für Bruder-Mineralwasser transportiert worden. Die Zeiten sind vorbei, die Logistik hat sich geändert. Heute geht das alles über die Autobahn und via Lkw in den Vertrieb. Insofern haben wir eigentlich keinen Vorteil mehr dadurch, dass wir am Rhein sind. Man kann eigentlich sogar eher sagen, dass wir durch den Rhein und die angrenzende Bundesbahnstrecke, die wir hier haben, doch häufig sehr beengt sind. Mittlerweile werden die Getränkekisten auf LKWs gepackt und dann geht es los zu den Kunden. Supermärkte und Getränkehändler werden das Wasser verkaufen, das einen langen Weg durch das Vulkangestein und später durch die Wasserabfüllung gemacht hat. Das Rheinufer in Bingen wurde zur Landesgartenschau 2008 neu gestaltet und auch nach diesem Event bleibt es für die Zukunft eine schöne Parkanlage. Direkt am Wasser hat man aber hohe Mauern aufgebaut, denn das Wasser kann nicht nur Leben retten, es kann auch Leben bedrohen und gefährlich werden oder das Leben zerstören. Der Rhein, Europas meistbefahrene Wasserstraße. Ja, er ist wirklich eine Straße, auf der richtig was los ist. Vor allem Güter werden hier transportiert. Metalle, Steine und Kohle. Alles Dinge, die nicht verderblich sind, sonst wären sie auf den Schienen besser aufgehoben. Für diese langsamen Güter ist der Wasserweg nämlich der billigste. Doch wie auf jeder Straße braucht es auch hier auf dem Rhein jemanden, der für Recht und Ordnung sorgt. Auch weil hier schließlich Schiffe aus aller Herren Länder durchfahren. Deshalb gibt es zum Beispiel in Ludwigshafen oder Mainz eine Wasserschutzpolizei. Das nächste Revier ist dann hier in Bingen. Was die Polizisten auf dem Wasser machen, lassen wir uns jetzt zeigen. Kommen Sie mit! Wie der Asphalt, so werden auch die Wasserstraßen von der Polizei kontrolliert. Dafür gibt es die Wasserschutzpolizei. Eine ihrer Stationen ist in Bingen, nur wenige Meter vom Rhein entfernt. An diesem Samstag haben Michaela Korn und Lars Lobuscher Dienst. Wenn nichts Spezielles anliegt, werden Routinekontrollen gemacht. Was kann auf dem Wasser noch passieren? Gibt es hier richtige Kriminalität? Wir nehmen genauso wie an Land auf dem Rhein Schiffsunfälle auf, Schiffsbrände, Schiffsexplosionen und kontrollieren an Land Angler, Camper, Leute, die Feuer machen, Falschparker und sonstige Kriminalität, die es an Land gibt, gibt es auch auf dem Wasser, wie Diebstähle, Körperverletzungen und so weiter, sind wir auch zuständig. Darüber hinaus Veranstaltungen, von denen viele, wie Sie wahrscheinlich auch kennen, rein in Flammen kalendarisch erfasst sind, die werden durch uns abgesichert bzw. überwacht, dass der Verlauf so stattfindet, wie er genehmigt worden ist. Also die Hauptstraftat auf dem Rhein ist naturbedingt eine Gewässerverunreinigung, wo Leute ungenehmigt, das heißt unbefugt laut Gesetz, Stoffe in den Rhein einleiten. Gibt es auch im großen Stil, nicht nur bei kleinen Schiffen, die man was wegwirft? Das gibt es auch im großen Stil, aber nicht mehr in der Häufigkeit wie früher. Es ist so, dass die ölhaltigen Abfälle eines Schiffes, die durch den Schiffsbetrieb entstehen, kostengünstig, das heißt umsonst, durch spezielle Boote während der Fahrt abgepumpt werden. Die Notwendigkeit dazu besteht eigentlich nicht mehr. Vorsätzlich ist eher die absolute Ausnahme. Meistens ist es ein Unfall, falsche Hebel bedient, Grundberührung mit Ladungsaustritt oder irgendwas am Antrieb abgerissen. Das kann schon mal passieren. Wie eine Schiffskontrolle aussieht, werden wir später erleben. Ist das denn gefährlich? Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie auf ein Schiff gehen mit 4000 Tonnen irgendeines Gefahrgutes,
und Sie immer damit rechnen müssen, eine nicht ordnungsgemäße Lagerung anzutreffen, kann es gefährlich sein. Sie können irgendwo abstürzen, Sie können ins Wasser fallen. Ihnen drohen dieselben Gefahren wie den Kollegen an Land, dass Sie auf Widerstand stoßen, dass Sie einen Hund beißt, ja, sowas. Können Sie gut schwimmen? Alle, die bei der Polizei sind, insbesondere diejenigen, die zu uns kommen, müssen mindestens das bronzene DLRG-Abzeichen haben. Ist denn davon auszugehen, wenn man auf dem Rhein wirklich mal ins Wasser fallen würde, dass man an Land schwimmen kann? Oder ist die Gefahr groß, dass man da untergeht? Wie ist das in der Gegend hier auf dem Gewässer? Also hier in dem Abschnitt von Bingen bis St. Goar nimmt die Strömung exorbitant zu. Wenn Sie hier im Strom ins Wasser fallen, schwimmen Sie nicht an Land. Versuchen Sie es doch, versagen Ihnen die Kräfte und Sie gehen unter. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, über Wasser bleiben, treiben lassen. Irgendwo macht der Fluss eine Kurve. Irgendwo drückt er Sie an Land oder auf dem Fels. Dass Kollegen der Wasserschutzpolizei auch hier von dieser Station ins Wasser gesprungen sind, um jemanden zu retten, kenne ich aus erster Hand. Ja. Warum musste da jemand gerettet werden? Waren das Leute, die zum Spaß schwimmen gegangen sind? Die Fälle, die mir bekannt sind, war ein Unglücksfall. Und das andere war eine Person, die versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Auf geht's zum Schiff der Binger Polizisten. Dorthin sind es nur wenige Meter an der Rheinpromenade entlang. Hier sind die Beamten einige Stunden am Tag unterwegs. Wie viele Schiffe kontrollieren Sie am Tag? Das Schiff fährt den Rhein. Es kann nirgends abbiegen. Ja? Es fährt immer die gleiche Strecke, sodass es an verschiedenen und ganz vielen WSP-Dienststellen vorbeikommt, sodass man erstmal die Abfrage macht, wann wurde der als letztes kontrolliert, um nachzuvollziehen. Erstmal, wann es war und auch, ob die Kollegen was festgestellt haben im Voraus, dass man sich daran orientieren kann. Es können am Tag 3-4 Schiffe sein. Es kann aber auch sein, dass wirklich mal 10 Schiffe direkt hintereinander kommen, die erst in Nordrhein-Westfalen oder halt auch innerhalb von Rheinland-Pfalz kontrolliert wurden. Den ganzen Tag ist die Wasserschutzpolizei dem Wasser nah und in der frischen Luft. Mitten in einem Touristengebiet. Genießt man das? Na, mit einer gewissen Zeit tritt natürlich die Routine ein, die man in jedem Arbeitsverhältnis hat. Bei schönem Wetter ist es natürlich angenehmer zu arbeiten. Das merkt man dann schon, dass es auch angenehm ist, Boot zu fahren. Aber das Dienstliche tritt halt nicht ganz im Hintergrund. Es ist halt schon mit dem Hintergrund, dass man doch Polizeidienst macht und nicht zum Vergnügen unterwegs ist. Wie kommt man überhaupt dazu, zur Wasserschutzpolizei zu gehen? Grundsätzlich der Unterschied ist zwischen Binnenländern und Küstenländern, dass ich nur bei Küstenländern direkt zur Wasserschutzpolizei kommen kann. In den Binnenländern wie auch in Rheinland-Pfalz müssen Sie die normale Polizeiausbildung durchlaufen, danach bewerben Sie sich. Das kann daran liegen, dass Sie regional gebunden sind und eine Wasserschutzpolizeidienststelle eher für Sie in Frage kommt als eine Landdienststelle. Oder, was der Idealfall ist, Sie haben eine gewisse Neigung zur Schifffahrt, zum Maritim, zum Wasser, zur Technik. Hier hat man mit Menschen aus aller Herren Länder zu tun. Die Kollegen sprechen fließend Französisch und Englisch, denn die Schiffe kommen auch oft von weit her. Ja, also ein Großteil ist Niederlande, Belgier, Weißrussland, Schweizer, Österreicher, Ungarn, Rumänen, Amerikaner, Neuseeländer, Engländer. Die machen Weltreisen. Das sind dementsprechend hochseefähige Boote, die den Rhein mitbefahren. Routinekontrollen sind jeden Tag angesagt. Auch dabei kann vieles auffallen und eventuell sogar ein Rheinschiffer am Weiterfahren gehindert werden. Das ist lieber, wenn Ihnen eine Wohnungstür klingelt. Ja. Man tritt eine Privatsphäre ein, die man dann auch respektieren sollte. Und wenn man dann in Steuerhäuser kommt, die neu sind oder sehr gepflegt, dann wird man auch noch angehalten, die Schuhe auszuziehen. Also das sollte man dann schon respektieren, weil es ist ein anderes Klientel als auf der Straße. Ja. Haben Sie auch Klientel, die immer wieder kommt, die Sie schon kennen, viele Schiffe hier? Also ich würde mal sagen, zu 90% hat man damit zu tun, dass immer wiederkehrende Schiffe kommen. Viele kennt man auch schon persönlich aus Kontrollen, wo man sich dann auch daran erinnert, was das letzte Mal noch war bei der Kontrolle oder auch selbst dann darauf angesprochen wird, ja, wir kennen uns noch von dann und dann, als wir das letzte Mal an Bord waren. Es muss ausreichend Besatzung an Bord sein. Viele Reedereien sparen an der Besatzung, weil es oft auch günstiger ist, die Strafe zu zahlen, wenn je nachdem, welches Besatzungsmitglied fehlt, wenn ein Leichtmatrose fehlt, ist das nicht so teuer, wie wenn sie den jetzt mitgeschickt hätten. Die Strafe, also das ist ein... Und es besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass man gar nicht damit auffällt. Wenn nicht kontrolliert wird, war das ein gutes Geschäft für die Reederei halt, ohne ausreichend Besatzung das Schiff losgeschickt zu haben.
Nun wird ausgewählt, welches Schiff man kontrollieren sollte. Wie wäre es mit diesem? Michaela Korn fragt per Funk nach, ob dieses Schiff in Frage kommt. Doch wir haben Pech. Es wurde gerade heute früh gegen 6 Uhr bei Köln kontrolliert. Doch das nächste Schiff soll es sein. Nachdem die Informationen bei den Kollegen angefragt sind, setzt man sich jetzt per Funk mit den Schiffsführern in Verbindung. Lars Lobuscher ist den Sprung über den Rhein gewohnt. Anhalten müssen beide Schiffe nicht. Das Polizeischiff kann ganz nah ranfahren. Das Steuerhaus ist auch das Wohnzimmer der beiden Schiffe aus den Niederlanden. Okay. Schuhe sind sauber, müssen wir vorher gucken. Ja, kein Problem. Ja, sind sauber. Weil die Leute, Sie sehen ja barfuß oder in Socken, die leben hier auch. Ja, aber dann zeigen Sie am besten das Bordbuch. Mhm. Leute haben sie. Moderne Duschen, moderne Küchen, Klimaanlage. Sie können ihre Nahrung kühlen. Also sie fahren praktisch mit ihrer Wohnung umher und haben den gleichen Komfort wie zu Hause. Was bedingt, dass sie auch die gleiche Körperpflege und den gleichen Ernährungsstandard halten können. Sie können ihre Wäsche waschen, sie können bügeln. Alles da. Und je nachdem, wie groß das Schiff ist und welche Fahrzeit sie fahren, brauchen sie eine bestimmte Anzahl an Personal mit einer bestimmten Qualifikation. Das steht zum einen hier drin. So sieht das aus. Mhm. Und wie oft in der Schifffahrt? Alles dreisprachig. Ja? Französisch, Deutsch, Holländisch. So ähnlich wie ein Führerschein heißt das hier Rheinpatent oder auf Französisch Patente du Rhin. Mhm. Ja? Sowas muss er haben, um als Schiffsführer auf dem Rhein fahren zu können. Wenn nicht, würde er praktisch nicht als Schiffsführer hier fahren dürfen. Und dann würde ein Schiffsführer fehlen, was eine Anzeige nach sich ziehen würde und ein Weiterfahrverbot. Dann wäre die Fahrt zu Ende. Es gibt einiges zu kontrollieren. Welche Leute sind an Bord? Wie lange war wer am Steuer? Ich zeige hier mal auf einer leeren Seite, wie sowas aussieht. Schauen Sie, immer dreisprachig. Und mit Datum, Ort und Kilometer eingetragen wird, wann die Fahrt begonnen wurde, wann die Fahrt geendet hat, wer an Bord ist, in welcher Funktion und wann die Ruhezeiten eingehalten worden sind. Mhm. Und das muss damit übereinstimmen, welches Personal er mit welcher Qualifikation haben muss. Und dieses Fahrzeug hier fährt rund um die Uhr. Die Leute fahren 24 Stunden und müssen da bestimmte Ruhezeiten einhalten. Das überprüfen wir auch, zum Schutz der Leute. Mittendrin hinterm Steuer haben die Schiffe eine bewegte Karte vor sich. Auf dem Radar sieht man bei jedem Wetter, wer um einen rum ist und was nach der nächsten Kurve kommt. Das ist immer aktueller als eine Karte auf Papier. Die Ufer? Ja. Haben Sie hier rechte Ufer und da ist linke Ufer, ja, geografisch gesehen. Mhm. Und haben Sie zum Beispiel, sehen Sie da draußen die Boje? Ja. Ja? Die haben Sie hier, diese Punkt. Da oben ebenfalls haben Sie Boje. Da sehen Sie das Schiff, was dieses Fahrgastschiff, was wir gerade begegnen. Alles ist in Ordnung. Der große Transporter darf seine Strecke fortsetzen und die Polizei wechselt wieder aufs eigene Schiff zurück, das Kollegin Michaela Korn wieder zu uns steuert. Die meisten Schifffahrer sind freundlich, sagt Lobuscher, denn man hilft ihnen ja auch, wenn sie was brauchen. Und auf dem Fluss ist das Klima sowieso ein anderes, in jeder Hinsicht. Sie müssen auch in der Lage sein, ein Boot zu fahren. Sie müssen das praktisch seemännische Wissen sich aneignen, angefangen mit der Sprache an Bord von einem Schiff, mit der Technik und mit dem grundsätzlich anderen Umgangston untereinander. Ja, mein Vater ist zur See gefahren und schon als Kind war ich jedes Wochenende am Rhein. Ja. Also das steckt schon drin und Technik hat mich schon immer interessiert. Motorentechnik, Schiffstechnik, da war es eigentlich zwangsläufig so, dass ich dahin musste. Das hat geklappt. Ja. Woher kommen Sie ursprünglich? Aus Bad Kreuznach. Ja. Aber ich wohne jetzt hier am Rhein. Bingen bis St. Goar ist die schönste Strecke am Rhein. Ja. Zweifelsohne. Obwohl es recht frisch ist, scheint heute noch die Sonne. Wenn das Wetter trüb wäre und die Polizisten nicht mal 10 Meter weit sehen würden, müssten sie trotzdem fahren. Und das geht auch. Das Radar macht's möglich. Das Radar sieht alles das, was wichtig ist, um sicher zu navigieren. Ja. Wir machen nicht umsonst einen dreiwöchigen Lehrgang in Hamburg, in dessen Folge Sie auch ein Radarschifferzeugnis bekommen, sonst dürfen Sie das Boot nicht fahren. Ja, also Sie müssen schon auf die Technik vertrauen, aber die Übung macht's. Je öfter Sie das tun, je länger Sie das tun, desto sicherer werden Sie auch. Aber Sie sind ja nie allein. Ja.
Kommt es auch vor, dass Sie hier fahren müssen, wenn der Rhein fast gefroren ist und dass Sie irgendwann dann eben nicht mehr fahren können, weil er zu ist? Ja, also Eisgang auf dem Rhein gibt es seit den 60er Jahren nicht mehr. Zum einen ist die Strömung zu hoch und zum anderen sind die Temperaturen nicht mehr so tief, dass der Rhein wirklich zufrieren würde. Früher war zum Beispiel zwischen Bingen und Rüdesheim haben die Leute Karusselle aufgestellt. Zwischen Niederheimbach und Lorsch war eine regelrechte Kirmes auf dem Rhein, weil er zugefroren war. Heute gab es mal keine speziellen Vorkommnisse auf dem Mittelrhein. Am Ufer warten schon wieder Touristen und eine Hochzeitsgesellschaft aufs Polizeischiff. Von überall her lernt man Menschen kennen. Und über den Fluss schwimmt jeden Tag neue Arbeit an. Arbeiten im Urlaubsgebiet, da würde man gerne tauschen. Danke an die Wasserschutzpolizei für die sehenswerte Fahrt, extra für unsere Zuschauer. Wir stehen jetzt in Kaiserslautern vor der Gartenschau. Der Platz wurde vor 2 Jahren neu gestaltet und wie bei vielen anderen schönen Plätzen hat man einen Springbrunnen in die Mitte gepflanzt. Wasser symbolisiert Leben und Bewegung. Es sieht immer wieder anders aus. Vielleicht sind die Brunnen deshalb so beliebt. Drinnen in die Gartenschau hat man einen Bachlauf umgeleitet. Die Lauter, die Kaiserslautern den Namen gab, verläuft unter der Stadt nämlich unterirdisch. Schon vor einigen Jahrhunderten wollte man so Krankheiten aus der Stadt fernhalten, die durch den Bachlauf und die Ratten nach Kaiserslautern gekommen waren. Im Gartenschaugelände hat man dann ein Stück Lauter wieder frei zugänglich gemacht und einen Bachlauf hergestellt, der aussieht, als hätte ihn die Natur so gewollt. Noch ein Stück weiter hinter mir ist die Kläranlage der Stadt. Hier schauen wir uns jetzt an, wie aus Abwasser wieder sauberes Wasser wird. Seit über 60 Jahren wird hier das Wasser einer 100.000 Einwohnerstadt gereinigt. Doch nicht nur aus allen Haushalten in Kaiserslautern fließt das Wasser zu dieser Kläranlage, sondern auch aus vielen Orten drumherum. Hier auf der Kläranlage Kaiserslautern fließen ca. 55.000 bis 60.000 Kubikmeter Abwasser pro Tag hindurch. Die Kläranlage ist ausgebaut für eine Anschlussgröße von 210.000 Einwohnern. Zurzeit sind an die Kläranlage angeschlossen ungefähr 180.000 Einwohner Gleichwerte. Gleichwerte heißt, dass auch von der Industrie Abwässer hinzukommen, die entsprechend so vielen Einwohnern entsprechen. Durch die Abwasserrohre der Stadt fließen zurzeit rund 60.000 Kubikmeter Wasser am Tag hierher. Auch heute noch gibt es Haushalte, die keinen Kanalanschluss haben. Ihr Wasser wird mit Lastwagen hier angeliefert. In der Zentrale teilen jede Menge Monitore mit, wo auf der Anlage etwas passiert. Von hier aus werden auch kleinere Kläranlagen in einem Umkreis von 20 Kilometern überwacht. Hier selbst auf der Kläranlage sind 20 Mitarbeiter beschäftigt. Für den Betrieb der Kläranlage, da ist Schichtdienst mit inkludiert. Insgesamt bei der Stadtentwässerung Kaiserslautern und Tochtergesellschaft sind 230 Mitarbeiter beschäftigt. Dieses große Becken füllt sich nur dann, wenn es regnet. Hier können große Wassermassen schon mal vorgelagert werden, damit es keine Überschwemmungen gibt. Im Rechen wird alles aussortiert, was größer ist als 3 mm. Vor allem Toilettenpapier bleibt hier hängen, aber auch alles, was sonst in Toiletten weggeworfen wird, obwohl es hier nicht hingehört. Im Sandfang wird, wie der Name schon sagt, Sand herausgefiltert. Doch hier wird aus allem wieder was gemacht. Dieser Sand wird künftig zum Auffüllen von Baustellen benutzt. 98% des Schmutzes können hier in der biologischen Abwasserreinigung herausgefiltert werden. Ins Wasser wird Luft eingeblasen und Bakterien bauen die Schmutzstoffe ab. Aus dem Belebungsbecken fließt das Nass dann in die Nachklärung, ein rundes Becken, das fast 30.000 Kubikmeter Wasser fassen kann. Balken drehen sich langsam durch das Wasser und der Schlamm sinkt zu Boden. Wenn hier mal Reparaturen notwendig sind, gibt es einen Bootsausflug auf den Klärschlamm. Der Schlamm kommt in diese beiden riesigen Faulbehälter. Ja, er soll hier wirklich faulen. Luftdicht, damit man von außen nichts riecht. Bei 35 Grad Celsius entsteht hier Klärgas. Damit können Haushalte später heizen. Auch hier werden also die Reste sinnvoll genutzt. Massenweise Leitungen, Rohre und Kabel liegen hier unter der Erde. Wenn irgendwo Probleme auftauchen, müssen die meisten Kläranlagen Bagger anrollen lassen und den Boden aufreißen, um an ihre Rohre zu kommen. In Kaiserslautern ist das anders.
Hier gibt es unterirdische Gänge. 800 Meter führen sie unter den Klärbecken entlang. Eine Riesenanlage, die auf Dauer aber Kosten sparen soll. Das Wasser, das in der Kläranlage gereinigt wurde, fließt schließlich in drei Schönungsteiche. Hier gewinnt das Wasser durch die Natur nochmals Sauerstoff. Für die Enten sind das ganz normale Landschaftsweiher. Die Schönungsteiche im Hintergrund sind dem Ablauf der Nachklärbecken der Kläranlage nachgeschaltet. Das Abwasser fließt insgesamt durch drei Schönungsteiche mit einem Volumen von ungefähr 70.000 Kubikmetern. Rund einen Tag verbleibt jeder Wassertropfen in diesen Gewässern. Hinter den Weihern fließt das gesäuberte Wasser dann nach 1,5 Kilometern in einen kleinen Bach, die Lauter. So gelangt kein Wasser in die Natur, das irgendwie verunreinigt ist. Das Wasser wird zurückgegeben, dahin, wo es herkam. Wir sind jetzt da, wo das Wasser so viele Menschen anzieht und der Fluss über Jahrmillionen eine so tiefe Schlucht in die Landschaft gegraben hat, dass die Region zum Weltkulturerbe wurde, das obere Mittelrheintal. Optisch ist es sehr romantisch hier, doch rein praktisch gesehen hat der Fluss auch einen Nachteil. Man kann nicht einfach drüber fahren. Seit vielen Jahren gab es Pläne, diesen Zustand zu ändern, doch die wurden vor gut einem Jahr wieder umgeworfen. Langes Warten bei jeder Überquerung des Mittelrheines. Für Touristen ist es mal ein schönes Schauspiel. Man hat Zeit und kann sich von der Fähre aus die Kulturlandschaft aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Wer hier jeden Tag fahren muss, der hat sich daran gewöhnt, dass er hier tagtäglich wartet. Der Rhein zerschneidet die Region, denn eine Brücke gibt es weit und breit nicht. 85 Kilometer Fluss ohne einen einzigen festen Übergang. Das sollte seit Jahren geändert werden. Für die Planung einer Brücke nahe der Lorelei wurde schon viel Geld ausgegeben und viel diskutiert. Die Wirtschaft sollte endlich angekurbelt werden und die Regionen sollten näher zusammenrücken. Sogar die UNESCO hatte grünes Licht gegeben, denn die Landschaft ist schließlich geschützt. Nach den Koalitionsverhandlungen von 2011 wird es nun definitiv keine Brücke geben. Die lange Planung läuft ins Nichts und die Autofahrer stehen weiterhin an der Fähre. Nun ist im Gespräch, die Fähre nicht nur tagsüber fahren zu lassen, sondern rund um die Uhr. Die Fährmänner freut's, aber wer das bezahlen soll, ist noch nicht geklärt. Nachts wird manche Fähre wohl lange warten müssen, bis sie für einen einzelnen Autofahrer übersetzt. Warten heißt es dann aber nach wie vor für alle. Die beiden Rheinzeiten bleiben getrennt. Die Mosel wird übrigens alle 10 Kilometer von einer Brücke überquert und dort kann man so bequem vom Hunsrück in die Eifel fahren oder eben ins Nachbardorf. Am Rhein warten die Autofahrer als auch in Zukunft und dürfen dann die Flussüberfahrt in aller Gemütlichkeit genießen. Südlich von Kaiserslautern hat man die Auen rund um die Lauter renaturiert. Vor einigen Jahrzehnten hatte man noch die Bäche begradigt. Später hat man gemerkt, dass es dem Hochwasserschutz dient, wenn ein Gewässer nicht einfach geradeaus rauscht, sondern von Kurven ausgebremst wird. Pflanzen werden so nicht von der starken Strömung weggerissen. Auch der Tierwelt hilft es, wenn der Bachlauf natürlich ist und vor allem sieht es viel hübscher aus, als wenn die Lauter einfach wie ein Kanal durch die Wiesen geschleust wird. Ich hoffe, Sie hatten Spaß bei unserer Reise. Wir gehen jetzt erstmal ein Wasser trinken oder auch ein Bierchen, wird ja auch aus Wasser gemacht. Wir bleiben für Sie objektiv. Bis bald. Tschüss.